Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir. Wir sind bei Windows-Anwendungen und wir machen so eine Auswahl. Wir haben so verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Letztes Mal haben wir Combo-Box gemacht, dann haben wir List-Box gemacht und heute machen wir die sogenannten Radio-Buttons. Schauen wir uns das an, was ein Radio-Button ist. Also das ist die Combo-Box vom letzten Mal. Das war die List-Box, Entschuldigung, nicht die Combo-Box. Falscher Knopf. Wie geht's mit Entfernen? Auch nicht. Dann machen wir so. Entfernen, doch, muss doch gehen. Passt, weg, weg. Ja, ist schon weg. Radio-Buttons, da, das ist ein Radio-Button. Kennt jeder, das sind diese runden Dinger. Ich ziehe mal rein. Ja, das sind diese runden Dinger, wo man genau einen auswählen kann. Ja, da steht jetzt Radio-Button 1. Den nenne ich Radio-Button Standard. Ja, Text. Schreibe ich Standard hin. Gut. Ja. So schaut das aus. Jetzt ist der Radio-Button da. Standard ist er. Passt. Und wie mache ich jetzt einen zweiten? Wie mache ich einen zweiten in diese Auswahl hinein? Wie geht das? Ja, da ist da unten findet man nichts, das kann ich gleich sagen. Da unten findet man nichts, dass man irgendwo Add to Radio Button irgendwas geht nicht. Ja? Deswegen, es ist einfacher, wie man glaubt. Man zieht einfach einen zweiten Radio Button hinein. Bug. Da ist er schon. Zweiter Radio Button. Da schreibe ich Uppercase. Ja? Und nennen tue ich nur Upper. Radio Button Upper. Das ist ein eigener Radio-Button. Ja? Und ich kann nur einen auswählen. Muss ich mir jetzt um das kümmern? Ziehen wir einfach nur rein, schauen wir uns das an, wird schon gehen. Ja? Da machen wir einen hinein. Der heißt jetzt, der Name ist Lower, weil ich möchte wieder Lowercase machen. Und der Text ist Lowercase. Ja? So schaut das aus. Wenn wir jetzt übersetzen, werden wir wahrscheinlich eine Fehlermeldung bekommen. Weil, ja, natürlich, schauen wir uns an, wo ist der Fehler? Aha, Listbox-Auswahl gibt's nicht. Das stimmt natürlich. Ich kommentiere das einfach weg. Ja. Kommentieren wir uns das einfach mal weg, ja, dann stört es uns nicht. Ja. Geht schon. Jetzt geht's. Und schau, jetzt kann ich, das geht automatisch, das können diese Radio-Buttons, alle Radio-Buttons, die irgendwie zusammen sitzen, ja? Funktionieren genau so, dass man nur eines auswählen kann. Ja? Wie können wir da jetzt zum Beispiel das machen? Da kann ich zum Beispiel sagen, if radio button standard Punkt, und das ist glaube ich checked wieder, ja? Checked, ja? Dann kopiere ich einfach. Ja. Dann machen wir else. Radio Button upper. Punkt checked. Dann machen wir uppercase. Dann machen wir das da. Das ist doch gut, dass ich das kommentiert habe, oder? Jetzt wissen wir warum. Dann machen wir else. Radio Button Lower Check, der kennt sich voll aus, das ist schon wirklich gut geworden, muss ich sagen. Ja. Das ist schon wirklich gut geworden. Es ist ja fast gespenstisch, was der alles erahnt, was ich programmieren will. Ja. Naja, da sind sie bei Microsoft schon gut, ja, weil die programmieren ja doch schon eine Zeit lang selbst. Und wenn nichts ausgehört ist, machen wir auch was, dann kopieren wir einfach den Text. Fertig. Das schaut doch nicht aus. Schauen wir uns das an, ob das jetzt funktioniert. Jetzt schreibe ich wieder Heinz. Das gefällt mir besser wie das. Ja? Übernahme. Okay, Uppercase, Übernahme, Lowercase, Übernahme, Standard, Übernahme. Funktioniert schon. Funktioniert schon. Ja? Und jetzt müssen wir wieder, wenn
das startet, sehen wir, ist ja nichts angekreuzt, gell? Das ist vielleicht ein bisschen, ne, ja. Jetzt können wir da wieder in dieses Wiz da hineingehen, Park größer machen, da muss irgendwo in Radio Button Standard geben und da seht ihr jetzt gleich ganz cool einmal, dies Radio Button Standard Punkt checked ist gleich true. Passt. Schauen wir uns jetzt an, ob das funktioniert hat. Standard ist schon ausgewählt. Wunderbar. Super. So, und jetzt der geneigte Zuseher wird vielleicht draufgekommen sein. Denkst du, hörst du aber, wenn alle Radio-Buttons, die ich da reinziehe, ist es nämlich wurscht, ob der da unten ist. Ja? Das funktioniert noch immer. Lowercase. Das verschwindet, ja. Also ich muss den nicht zusammentun. Aber wenn jetzt alle Radio-Buttons, die ich da reinziehe, praktisch nur eine Auswahl, was ist denn, wenn ich ja mehrere Auswahl, was ist denn, wie geht denn das? Ja? Wenn ich hier in einem Fenster mehrere Gruppen an Radio-Buttons machen will, weil ich möchte mir vielleicht nicht nur Uppercase, Lowercase, sondern ich möchte mir vielleicht sogar die Farbe aussuchen oder Fett oder nicht Fett. Wie geht das? Ja? Wie geht das? Nun, da gibt es sogenannte Container. Ja? Und das sind die allgemeinen Steuerelemente und da gibt es nur Container. Und schau, da gibt es zum Beispiel eine Groupbox, die könnte man verwenden. Ja? Ziehe ich hier rein, eine Groupbox, die hat einen Titel. Da kann ich zum Beispiel schreiben, ja, Gruppe X. Ja? Das ist die Gruppe X da. Ganz eine gefährliche Gruppe. Und wenn ich da jetzt Radio-Buttons hinein, nicht Check-Buttons, Radio-Buttons, da jetzt Radio-Buttons hineinziehe, ich darf die jetzt nicht um, ja, ich darf die nicht um, in die Groupbox, dann sind sie nicht im Hauptfenster, sondern in der Groupbox. Ja. Schauen wir uns an, was da jetzt passiert. Aha, das funktioniert und da rüben, ah, das ist eine eigene Gruppe an Radio-Buttons. Ja. Jetzt hat das aber so einen schieren Rahmen. Das ist schier. Es hat jetzt einen Rahmen. Was ist, wenn ich diesen Rahmen nicht will? Nun, da gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit eines Panels. Ja, ziehe ich die rein und da kann ich dann auch Radio-Buttons hineinziehen. Und die werden zwar weiter nummeriert, wie man sieht, weil es einfach die Radio-Buttons 1 bis 3 schon gibt. Ja, aber sie bilden eine eigene Gruppe, weil sie auf diesem Panel sitzen. Das heißt, hier, die drei bilden eine Gruppe, diese drei bilden eine Gruppe und diese drei bilden eine Gruppe. Ja, also so erreiche ich es, dass ich mehrere Gruppen an Radio-Buttons da in mein Fenster platziere und ja, fertig. Ja. Dann kann ich entsprechend programmieren. Ja, also das waren so praktisch jetzt die Auswahlen an eine Auswahl aus einer Option. Ja. Checkbox ist ein bisschen Combobox, Listbox, Radio Buttons, Auswahl 1 aus N, Checkbox, Auswahl M aus N, also mehrere aus verschiedenen Elementen. Ja. Was wir uns nur anschauen werden, ist vielleicht die Progress Bar und die Picture Box. Nächstes Mal, was machen wir? Egal. Machen wir eine Picture Box. Ja, machen wir die Picture Box und schauen Sie an, was die alles kann. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.